Jawohl, dann haben wir das Projekt auch wieder geschafft. Der war der andere wird schon gesehen haben, was das für Holz ist. Natürlich ein Eschen. Ne? Eschentrieb sterben, bei uns sterben ziemlich alle Eschen weg. Ein paar haben noch grün, aber der Graustall ist schon kaputt. Und da schneiden die alle am Sägewerk auf. Und wie der Möbelholz. Ne? Kann man super Möbel bauen. Habe ich 5er lang geschnitten, 5 cm. Und 6er lang, 6 cm. Super Ware. Einwandfrei. Astfrei, möchte ich mal sagen. Kann man super Sachen draus bauen, was man gerade möchte. Maserung ist auch einwandfrei. Ich krackel jetzt da nochmal auf. Dann schauen wir uns das nochmal an. Da bin ich jetzt fast fertig mit den Eschen, aber da kommt noch ein bisschen was dazu. Da habe ich ein bisschen was aus Brennholz geschmissen. Das war ich wahrscheinlich auch noch am Sägewerk geschneit. Schau einmal, wie es halt ausgeht. Ne? Und einen 65 Durchmesserstamm habe ich auch noch hinten. Den schneide ich auch noch auf. Der ist innen ein bisschen dunkler. Jawohl. So ein Dreck, ne? Heim läuft's nicht, ich sag's euch, Leute. Ich sag's euch. Heim läuft's nicht. Jetzt hat's mir das Bantel zerrissen von der See. Das gibt's ja gar nicht. Das zweite Mal schon, das zweite Mal, dass man jetzt so ein Hartmetallbantel zerreißt, das gibt's nicht. Das Seech ist richtig eingestellt. Das ist, besser kannst du es nicht einstellen, ne? Und jetzt, ja, schaut euch das an. Ja, ein ganz klarer Cut. Ich weiß auch nicht, an was das liegt, ich sag's euch. Also, Spannung und lauter so Krampf, dass die überspannt sind, das ist ein Schmarrn, weil das eine Anzeige dort, die kann ich lesen und die passt. Ne? Und zentrisch läuft es auf die Radl auch drauf. Ich weiß nicht, was der Grund ist, dass das reißt. Ich meine, also, das war, meiner Meinung nach ist das jetzt einfach, aufs Holz zum Schönen, dass in Holz eine Spannung drin ist und dass das Bantel drückt. Normal muss doch das aushalten, oder? Was sagt ihr jetzt? Also ich weiß es nicht. So gut wie die Hartmetall sind für Hartholz, das ist schon das zweite Mal, dass da eins zusammenschnalzt. Ne? Das war noch nicht stumpf. Also klar hat schon was geschnien, das nehmen wir nichts weg. Aber stumpf war es noch nicht. Ne? So, und wenn das noch nicht gelangt, ne, jetzt ist mir der Keilrahmen auch gerissen. Warum? Weil es natürlich. Das Bantel, schaut euch das Bantel an, ne, das zerreißt ab. Und dann haut das alles zusammen. Natürlich in der Sicht. Und das ist, irgendwie haut es halt dann auf den Keilrahmen hin, ja, und dann ist halt der auch irgendwie ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und dann lasst es euch an, lasst ein neues Bantel ein, lasst es euch und dann reißt der Keilrahmen an. Ja, super. Dann muss den Keilrahmen auch, Gott sei Dank habe ich einen auf Lager geklickt gehabt, ne. Jetzt habe ich keinen mehr auf Lager. Also, Hand, super Dach, Bantel gerissen und Keilrahmen gerissen. Super! Ja, mei, es hilft nicht. Einmal läuft es, einmal läuft es nicht. Das ist halt so, ne? Ja, liebes Logosol-Team,
wie war's denn? Lasst einen Springer, he? Schickt mir mal so ein Bandel zu, das gibt's aber nicht. Am besten noch ein Karium auch dazu, weil sonst geht nichts mehr. Dann ist Feierabend, dann ist der Strom aus, ne? Ja, der Strom ist nicht aus, aber die Zeche läuft halt nicht mehr, ne? Ohne Bandel und ohne Karium geht nichts. Also, ich wirf jetzt das auf den Schrotthaufen, hilft ja eh nicht mehr. Und vielleicht fährt das Logo Sol und schickt mir eins zu. Ne? Ja, also, hilft nicht. Weitermachen. Neues Bandel aufspannen. Karium. Ja, jetzt haut mir das auch noch ins Gesicht, gell? Obacht geben. Ne? Also, Karium aufschnalzen. Bandel aufschnalzen. Und dann geht's weiter. Ich hab noch ein paar Festmeter hinten. Eschen. Die müssen durchladen werden. Ne? Also. Auf geht's, weiter geht's. So, da haben wir jetzt einiges da. Dann schauen wir mal nochmal rauf. Ja, habe ich wieder beschriftet.
kriegt bei mir jeder Stamm, sag ich mal, eine Nummer. Was heißt jeder Stamm? An dem Ort, wo er halt gestanden ist, kriegt er eine Nummer. Die hat 8,22, die hat 9,22, 6,22, 7,22, ja, hat alles eine Nummer. Der untere Tal, der ist auch bei einem gewissen Platz gestanden. Der mittlere Tal auch, der obere und so weiter und so fort. Also da kann man da merken, wo die ganzen Eschen her sind. Die zum Beispiel da herum, die 6 allein, das sind die wo ich auch schon ein Video gemacht habe, schaut es mal rein. Da habe ich erst vor ein paar Wochen habe ich da die Eschen zusammengefahren, da haben wir die Eschen um den Hausacker umgeschnitten. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, ansonsten schaut euch das Video an. Da habe ich es zusammengefahren und nicht so längst schon da, den Sägewerk aufgeschnitten zum Möbelholz. So, jetzt kräkel ich mal auf. Jetzt mich runtertrauen. Ne? Jetzt auch da. Ja. Schaut euch das wunderbare Holz an. Da. Schaut euch das wunderbare Holz an. Das ist ein bisschen schon angerickert, aber das ist top. Top Sache, ich sag's euch. Da freue ich mich schon drauf. Und schön auch herum. Du, da kann man eine Brotzeit machen herum. Ne? Ja. Da ist ein Nussbaum da. Das ist wunderbar, ich sag's euch. Ja, wo ist Nussbaum? Wisst ihr auch, was das ist? Ne? Schaut mal rein, wer es nicht weiß. Ich hab da auch mal ein Video gemacht, wo so ein Walschnussbaum ist. Ja? Da ist ein Walschnussbaum und unter dem Walschnussbaum ist die Eschen da. Jawohl. Die gute Eschen vom Hausacker rum. Oh, schaut euch das an. Gute stehende Jahresringe. Wunderbar. Der Kern wird dann, wenn es verarbeitet wird, wird der Kern noch außer drin, weil der wird da reißen. Der Lohn, der reißt immer am Kern rein und das wird sowieso außer drin und dann hast du da mindestens 15 cm, was du noch Möbelholz hast. Wunderbar. Da ist zum Beispiel der Kern drin, da sieht man schon, der reißt er da in der Mitte auf, aber das macht nichts, weil der wird sowieso außer geschnitten dann, wenn ich es verarbeite. Oder sonstiges halt, ne? Jawohl. Dann darf ich sagen, lehmen wir es wieder gut, Safi hängt gell? Auf den Eschenhaufen herum, jetzt hocken wir ihn ein bisschen her, weil es eine wahre Freude ist. Oh. Das ist eine wahre Freude. Da meine ich, hocken wir jetzt alle bei, wie ein Feierabend ist her, am Eschenhaufen da und zwickt mir eine halbe auf. Ne? Jawohl, vielleicht zwickt da der andere von euch auch eine halbe auf. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen wieder und wenn euch meine Videos gefallen, bewertet das positiv, das darf mich sackrisch freuen und was mich nur mehr gefreut hat, war ein Abo. Drückt auf Abonnieren drauf, ganz wichtig. Weil in nächster Zeit geht es richtig rund im Grand Valley. Jawohl, da gibt es viel Neues. Von dem her, lasst euch überraschen. Ein schöner Tag noch. Oder Feierabend. Aber dir ist Servus aus dem Grand Valley. Jawohl. Und darum ist für uns das Leben ein die allerhöchste Freitolleria. Hollaria, hollaro.